So, Leute, ich möchte ja gerne meinen Boden testen, meinen Boden analysieren, also selber machen, jetzt keine Bodenprobe wegschicken. Dafür habe ich mir meine ganzen Spielzeuge ausgepackt, die ich hier so, die mir im Laufe der Zeit schon angeschafft habe. Das ist einmal klassischer Bodenprober, klassischer Bodenprobennehmer, halt eine Bodenprobe auszustanzen. So, dann haben wir ein pH-Meter. Das ist im Grunde genommen ja die günstig Variante. Ich glaube, die kostet so 25, 30 Euro. Habe ich euch auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da mal nach. So, und dann habe ich hier die Profi-Geräte von Hanna Instruments. Das ist einmal der Soil pH-Tester, also das pH-Meter. Hat auch unten eine Glasspitze. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Das zeige ich euch gleich. Und dann auch noch von Hanna Instruments der Bodenleitfähigkeitsmesser, also um die Bodenleitfähigkeit zu messen. Genau, die ganzen Sachen probieren wir jetzt mal aus. Die Hanna Instruments Sachen gibt es nicht in der Videobeschreibung verlinkt. Dafür könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr die haben möchtet. Da gibt es auch ein paar Prozente drauf und dann könnt ihr das gerne über mich bestellen. Kostenpunkt, ich glaube so um die 130 Euro je Gerät. Also das ist wirklich, da muss man wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Dafür sind sie halt sehr genau, sehr robust. Ja, und im Grunde genommen, ja, jetzt vielleicht nicht ganz Profiliga für einen Golfplatz, aber auf jeden Fall schon ganz schön hohes Amateurniveau. Moin Leute, ich heiße Daniel und wohne am schönen Steinhuder Meer. Bei mir dreht sich alles rund um das Thema Rasen. Also bleibt dran, es lohnt sich. Gut, aber was wir jetzt als erstes machen müssen? Wichtig ist, dass der Boden schön feucht ist. Klar, es ist jetzt Frühjahr, es hat auch noch relativ viel geregnet in letzter Zeit, also der Boden ist feucht. Aber trotzdem werde ich mit der Gießkanne nochmal drüber gehen und so an drei Stellen ein paar Liter Wasser nochmal drauf tun, das dann ein paar Minuten einsickern lassen und dann erst anfangen zu messen. Das ist nämlich wichtig für alle Geräte, dass der Boden wirklich schön feucht ist. Ich würde auch empfehlen, Leitungswasser zu nehmen, wenn ihr Regenwasser nehmt. Das kann ja schon von alleine ein bisschen, von sich ja schon ein bisschen sauer sein. Also nehmt einfach ein paar Liter aus der Leitung. Da seid ihr am sichersten, dass das relativ pH-neutral ist. Gut, legen wir los. Ja, gehen wir einmal hier schön in die Mitte, wo es auch wirklich immer schön sonnig ist. Wo ich gut was drauf. Hier habe ich mir einen kleinen Markierer mitgebracht, dann gehe ich hier rüber in den Schatten. Hier ist immer sehr feucht und schattig. So, und dann gehen wir auch noch mal hier unten hin. Da läuft immer, weil das Grundstück ist so ein bisschen schräg, hier läuft immer das Regenwasser runter. Und hier bildet sich auch manchmal so eine kleine Pfütze, allerdings auf den Steinen und nicht hier auf dem Rasen. Da haben wir so drei Bereiche, die, glaube ich, meine Fläche hier ganz gut abdecken. So, dann fangen wir mal an hier. Hier war die Stelle. Ich mache jetzt einfach alle drei Geräte parallel rein. So, und das hier hat eine feste Metallspitze, ist sehr dick, aber praktikabel und robust. Bis zum goldenen Rand einbohren. Da fängt es auch schon an zu steigen. Und dann nehme ich erstmal die Bodensonde für die Bodenleitfähigkeit. So geht es denn nicht auf hier. Also, da ist auch ein kleiner Schutz hier drum. Man sieht hier auch sehr schön so Ringe, damit man weiß, wie weit man runter geht. Die Spitze ist auch sehr robust, auch eine Metallspitze, kann also auch nichts passieren. Einmal einschalten.
Batterie ist noch 100% geladen, 28 Grad, sagt er jetzt hier. Der zeigt dann nämlich auch die Temperaturen. Ich stecke erstmal relativ tief an. Nee, warte, ich mache es anders, weil ich brauche noch ein, Loch sozusagen vorgebohrt für die, oh, da kommt nämlich schon ein Stein, für die Boden, für den pH, für das pH-Meter, weil das ja diese Glasspitze hat und damit darf man auf jeden Fall nicht auf den Stein kommen, sonst zieht nämlich direkt hin. Da ist auch eine Schutzkappe hier drum. Hier drin ist die Flüssigkeit. So. Dann nehme ich nämlich jetzt das hier, wo ich hier drin war. Und gebe das mal da rein. Machen wir ein bisschen schräger. So. Okay. Kann der schon mal anfangen hier. Und die Bodensonde für die Bodenleitfähigkeit machen wir auch mal hier neben. So. Und dann habt ihr alles schön im Blick. Ja, ich mache mal hier, räume mal ein bisschen auf. Muss ja nicht alles im Bild sein jetzt. Dann warten wir ein paar Minuten und dann lesen wir die Werte ab. In der Zeit kann ich mal einmal eine Probe hier nehmen. Einmal drehen. Ja, ist natürlich jetzt sehr nass. Ah ja, guck, da sieht man auch, das Wasser ist an dieser Stelle jetzt gar nicht sehr tief eingesickert hier. Ne? Ich hatte ja auch hier, aber ja, hier ist es ziemlich trocken. Also wirklich trocken, die obere Schicht ist wirklich schon trocken jetzt. Hat ein paar Tage nicht geregnet und die Sonne geschienen. Also da könnte man schon wieder überlegen zu bewässern. Hier unten ist die Erde schön feucht. Ja, hier ist die Grasnarbe. Sieht auch gut aus. Wurzeln sind ein bisschen mau. Das ist natürlich nach dem Winter jetzt auch, sind die Wurzeln natürlich auch ein bisschen kürzer. Aber das war auch letztes Jahr mein Problem, warum ich viel vertrocknete Stellen hatte, denke ich, weil die Wurzeln kurz waren. Warum, weiß ich noch nicht. Teilweise vielleicht auch abgefressen. Ja, das muss man noch mal rauskriegen. So, ich denke, dann können wir aber schon mal ablesen hier. Also hier oben haben wir ziemlich genau 7, pH 7. Das pH-Meter hier drüben zeigt sogar fast 7,5. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und dann haben wir hier noch den Soil-Tester, also die Bodenleitfähigkeit. Ich drehe es mal ein bisschen in den Schatten, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen gut sehen könnt. Der sagt auf jeden Fall 0,18. Da blende ich euch gleich nochmal die Skala ein, also ein bisschen mehr dürfte es schon sein. Millisiemens pro Zentimeter misst er hier. Und der sagt fast eine Bodentemperatur von 11 Grad. Ich bin ja aber natürlich auch ziemlich tief drin. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Bei dem hier muss ich es nicht nochmal machen. Aber die Bodenleitfähigkeit kann ich ja noch deutlich höher messen, also knapp unter der Rasenkante. Und da möchte ich auch gerne die, nochmal den pH-Wert ein bisschen knapper messen. Gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Mache ich nicht ganz so weit rein. Dann kommt der schon mal hier rüber. So. Und dann messe ich die Bodenleitfähigkeit wirklich nur so ganz knapp unter der Oberfläche, weil ich auch schon gedüngt habe. Also meine Hoffnung wäre, dass es oberen Bereich ein bisschen höher ist, die Bodenleitfähigkeit. Und im tieferen Bereich, klar, natürlich ein bisschen niedriger. Aber ich glaube, jetzt können wir ablesen. Dieses Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Bodenleitfähigkeit wieder 0,18. Auch wieder 11,9, 12 Grad. pH ist ein kleines Stückchen niedriger, ist hier 6,97, also ziemlich genau Punkt 7, was das andere Gerät auch angezeigt hat, eben an der anderen Stelle. Ja, also alles toppi. Ich messe jetzt noch gleich die anderen beiden Punkte, die ich noch gemacht habe. Aber wenn das so ist, muss ich auf jeden Fall schon mal nicht kalken. Ne, pH-Wert 7, 6,5. Ja, zwischen 6,5 und 7 ist eigentlich mein Optimum, was ich gerne hätte. Also alles gut hier. Und bei der Bodenleitfähigkeit, ja, muss ich noch mal schauen, ob ich da noch ein bisschen einen Dünger nachgebe. Also ja, interessant. Wir gehen mal hier rüber. Weil die Werte sind wirklich leicht unterschiedlich. So, jetzt schaut mal hier, der pH-Wert 6,67, also eher 6,5 hier im Schatten. Und Bodenleitfähigkeit haben wir hier, sag ich mal, nur 0,12. Also das ist schon, ja, auf jeden Fall ein Unterschied zu dem, was ich vorher gemessen habe. So, jetzt nochmal die dritte Stelle.
So, also pH vollkommen in Ordnung, wieder 6,8, knapp 6,9, sehr ähnlich. Oh, sind wir jetzt hier ausgegangen? So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also Bodenleitfähigkeit 0,1, also sehr niedrig hier. Das ist der andere Randbereich, also an den beiden Randbereichen war es deutlich niedriger als in der Mitte. Ja, das würde dafür sprechen, dass es vielleicht ausgewaschen wird, dass nicht so viel Dünger hinkommt beim Rumlauf mit dem Streuwagen wie in der Mitte. Aber gut, ich denke, da werde ich einfach noch mal ein bisschen Dünger nachlegen. Moin Leute und ein großes Dankeschön an euch für euren Support. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und denkt an das Abo, damit ihr immer als Erstes über neue Inhalte informiert werdet. Für gute Rasenprodukt-Tipps und Empfehlungen schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr T-Shirts, Hoodies oder Tassen mit coolen Rasensprüchen haben wollt, werft einen Blick in meinen Shop. Auf meinem Blog auf meiner Webseite findet ihr viele weitere nützliche Tipps zum Thema Rasen, falls ihr hier nochmal im Detail nachlesen wollt. Bei Fragen oder Wünschen schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail. Wir sehen uns beim nächsten Video. Keep mowing, euer Greenkeeping Großenheide.